Was geht ab, Mann und Sie Fighter, Osiria und Ultra Instinct Goku ist nun endlich wieder erschienen, aber mit seinem Awakening, sowohl sein Banner mit Jiren als auch sein Dokument, als auch sein Story-Event, werden uns alles dementsprechend gleich ansehen. Was ihr tun müsst, werde ich euch sagen, alle Informationen und Details werdet ihr bekommen, aber außen vorweg, hatte ich eigentlich nicht vor, hier ist es im Uigoku Banner zusammen, weil ich habe Uigoku schon und auf Jiren und Angel Gold und Freezer kann ich mich gedulden bei für Vegeta und Bardock, falls sie noch kommen werden, beziehungsweise werden sie in Zukunft bestimmt wiederkommen. Jedoch habt ihr in letzter Zeit gesagt, vor allem in den Streams, so, ihr würdet eigentlich gerne Summon sehen und ich habe gesagt, okay, ich überlege mir das, beziehungsweise kommunizieren wir da auf eine Art und Weise und ihr müsst mir euer Feedback geben. Daher folgendes. Ich brauche euer Feedback, wenn ihr auf dieses Video hier, was ihr gerade anschaut, mindestens 250 Likes innerhalb von 24 Stunden schafft, dann bin ich auf jeden Fall dabei, dann mache ich den Summon für euch. Gebt mir auf jeden Fall euer Feedback brauche ich, weil wie gesagt, ich würde eigentlich nicht Summon, aber zwei Sachen dazu. Erstens, wenn ihr das wirklich sehen wollt, dann habt keine Scheu. Sagt nicht, nee, Osan, spar lieber deine Stones, spar dein Geld, du hast Uigoku schon, nein. Wenn ihr das sehen wollt, ich bin auf jeden Fall dabei, für ein bisschen Entertainment bin ich immer zu haben. Und zweitens, versteht das nicht falsch. Ich will da nicht eure Likes geiern. Ich könnte auch einen Poll machen, eine Wahl machen, aber das dauert zu lange, ja. Das ist wirklich das einfachste und direkteste Feedback, was ihr mir geben könnt. Ich habe das ein bisschen abgeschaut von unserem Boy Rhymestyle, der macht es auch gerne, wenn ich euch so ein, quasi ein Ziel setze. Und versteht das bitte nicht falsch, dass ich den falschen Hals war. Das ist einfach nur wirklich das einfachste und direkteste Feedback, das ich von euch holen kann. Deswegen 250 Likes auf dieses Video mindestens bis beziehungsweise binnen innerhalb 24 Stunden und ich bin auf jeden Fall dabei bei einem Durchlauf im Ultra Instinct Goku Banner. So, andere Sache, jetzt schauen wir uns natürlich mal alles genau detaillierter an. Ultra Instinct Goku, sein Banner ist nun endlich online. Vom Inhalt her hat sich nichts geändert, werden uns dementsprechend gleich nochmal ansehen. Es sind GSSR Ulti, aber es ist nicht so wie bei den Typenbannern, dass beim allerersten Multi der SSR gefeatured ist, sondern nein, es kann entweder ein nicht gefeatureder SSR sein oder ein gefeatureder. Aber es gibt einen super Multi-Discount, der ist ein bisschen anders, wie wir es sonst kennen, nämlich ist dieser folgendermaßen. Der allererste Multi-Summon kostet 40 Stones statt 50. Der zweite kostet 50 Stones wie üblich, der dritte auch 50 und dann der vierte ist gratis, kostenlos. Da habt ihr einen Free Multi-Summon. Dann kommt ihr zu Step 5. Dieser kostet dann wieder 40 Dragon Stones, ein Multisum, dann Step 6 50 Stones, Step 7 50 Stones für Multisum und der 8. ist dann wieder gratis. Und hier ist dann Stopp, dann tut sich das nicht resetten, heißt Schritt 9 ist dann nicht wieder 40 und dann kommt, bekommt ihr nicht wieder nach dem dritten, der vierten kostenlos, sondern nein, ihr habt ihr quasi zwei Durchläufe, 2x4 Multisum, also wenn ihr 3 Multisum macht, ist der vierte kostenlos, das Ganze mal 2. Zwei Durchläufe insgesamt und nach dem 8. Schritt ist quasi Schluss. Heißt, ihr könnt mit 280 Dragonstones 8 Multisum rausholen. 8 Multisum und danach ist Schluss, danach geht es nicht weiter, wie üblich. Genau, dann gucken wir uns mal ganz kurz den Banner an, Banner-Inhalt. Banner ist wirklich ganz, ganz gut, ich habe es oft gesagt. Diejenigen, die Uigoku nicht haben, die ihn haben wollen, die Dupes haben wollen, das ist euer Banner. Wir haben Ultra Instinct Goku gefeatured, wir haben Jiren gefeatured, jedoch noch ohne Awakening. Angel Gold Freezer ist mit dabei, Kefla mit Awakening hat sie bekommen, Kalifla hat auch ihr Awakening bekommen, Kale genauso. Und C18 hat noch nicht ihr Awakening bekommen, aber wird es in Zukunft noch bekommen. Also das ist wirklich ein sehr solider Banner. Wir haben hier Uigoku als Leader, Rim of Gods Leader, Survival Saga Leader, Resurrect Warriors Leader, Potara Leader, All Types Leader, Physisch Leader. Und ja, Tag-Type-Leader in dem Fall, aber ihr seht es. Wenn ihr aus dem Banner wirklich mehr oder weniger fast alle Charaktere zieht, ihr könnt mindestens zwei Teams machen. Entweder Realm of Gods oder, was am wahrscheinlichsten ist, Universe Survival Saga, ja. Nehmt ihr Jiren als Leader, wenn ihr Uigoku habt, Uigoku rein und die ganzen Girls und habt ihr quasi fast schon ein komplettes Team und seid good to go. Also, ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Glück bei dem Banner. Wie gesagt, wenn ihr zusammen sehen wollt, 250 Likes mindestens und dann bin ich auf jeden Fall dabei. So, zum Doken-Event. Schauen wir uns mal die Informationen zum Doken-Event an. Zum Doken-Event selbst muss ich ganz kurz sagen, ich habe das Doken-Event schon gemacht. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Damals im Japan-Stukan-Battle, das war vor ein paar Wochen, also so lange ist es nicht her. Wenn ihr das sehen wollt, also anschaulich, wie ich das mache, dann schaut das Video euch dazu an. Ich werde euch aber dennoch natürlich hier die Informationen geben. Wir werden sie in diesem Video nicht machen, aber heute Abend im Stream ab 18 Uhr fahren wir die Medaille von Goku, Uigoku, von den ganzen Story-Events, deswegen schaltet ein, wenn ihr das sehen wollt. Ab 18 Uhr heute im Streamplan steht es. Gehen wir da live. Aber wie gesagt, die Informationen bekommen wir dennoch. Und zwar ein neues Doken-Event zu Ultra Instinct Goku Stage 1.
Stage 1. Es gibt nur eine Stage. Einmal auf Ziad, einmal auf Super 2. Auf Super 2 droppen 7 Medaillen. Und zwar ist die Sache folgendes mit Ultra Instinct Saiyan Goku. Ultra Instinct Saiyan Goku wissen wir, er macht erhöht Schaden, hat ist tanky und nur eine Karte, nur ein Charakter annulliert das Ganze und macht vermehrt Schaden gegen ihn. Hier steht es dran, es ist keine andere als Jiren. Aber auch selbst ohne Jiren sollte das Event möglich sein. Am besten mit eines eurer besten Kategorie-Teams, weil Ultra Instinct Goku ist nicht nur, macht nicht nur Schaden, wenn es zu Ultra Instinct sein wird, beziehungsweise Ultra Instinct in Phase, in den letzten Phasen, sondern in Phase 3 tut er noch quasi in jeder Runde eine Genki-Dama abfeuern und diese ist ein One-Shot. Diese tut euch definitiv One-Shotten und ihr könnt das Ganze annullieren, hier steht das dran, indem ihr entweder Support-Items benutzt, Uranai Barber Pilaf zum Beispiel, um den Gegner zu sealen oder Ghost Ash, um die Runde zu negieren. Oder ihr benutzt eure Skills der Charaktere, wenn Charaktere ziehen können. Deswegen passt auf der Runde auf jeden Fall auf, bei dem, wenn ihr gegen Genki-Dama Goku kämpft, wenn ihr da einen Angriff bekommt, dann seid ihr weg. Der tut euch One-Shotten. Deswegen hilft euch da mit Items aus und versucht den Dude dann innerhalb von ein, zwei Runden runterzunehmen. Genau, ab Phase 4 nach der Phase, dann geht ein Ultra Instinct Saiyan, dann in der letzten Phase ein Ultra Instinct Goku und da kann man weder seinen Angriff verringern, seine Verteidigung verringern, weder Ziele noch stunnen. Und ja, also der Junge, der ist auf jeden Fall gut unterwegs, ist wirklich eines der schwersten Events. Es muss wirklich nicht zwingend heißen, dass es jeder von euch schafft. Es kommt auf eure Charaktere an, was ihr mit euren Charakteren machen könnt. Am besten, wie gesagt, mit Neo-Guard-Teams, sorry, würde es auf jeden Fall auch gehen, aber mit den Kategorie-Teams seid ihr da auf der sicheren Seite. Zusätzlich dazu, jedes Mal, wenn Ultra Instinct Goku in den letzten beiden Phasen, Phase 4 und 5, ultet bekommt, wird er stärker und stärker. Also er hätte seinen Angriff und Angriff und... Das ist wirklich ein schwieriges Event. So leicht ist es nicht, wenn ich ehrlich bin. Genau, aber wie gesagt, Jiren kann das alles nullifizieren, sein Damage Reduction Skill und macht mehr Schaden gegen ihn. Wenn ihr Jiren habt, nimmt ihn auf jeden Fall ins Team in Dream of Gods und Universe Survival Saga Team, wenn ihr das bauen könnt. Ja, Phase 1 gegen Physisch Type, Phase 2 und 3 gegen Strength Type. Wie gesagt, auf 3 ist der Genki-Dama Goku. Dann haben wir Super Int, Ultra Instinct Saiyan Goku, dann kämpfen wir gegen Ultra Instinct Goku selbst. Und die Transformationsmechanik ist natürlich da. Ich kann es kaum erwarten, es wirklich auszunutzen. Ihr braucht 77 Medaillen, um den Ultra Instinct Goku nicht nur zu awaken, sondern ihm ein T-Shirt zu verpassen. Nach seinem Awaken bekommt er einfach sein T-Shirt. Also, ja, da haben sie wirklich... dann zieht er sein T-Shirt wieder aus. So. Die Macher haben sich da nichts dabei gedacht. Sie wollten einfach nur raushauen, wie gesagt. Und genau, was Ui-Goku kann, wissen wir alle. Dieser Goku, Goku Blue Saiyan Goku, bekommt sein Awaken mit 35 Medaillen des Ui-Goku-Events. Könnte ihn awaken zum... Ja, Goku Blue... Zum Theo-Version und zwar bekommt er auf den Angriff oder Verteidigung 90% und wenn er gegen mehr als zwei Gegner kämpft, also zwei oder mehr Gegner, bekommt er weitere 50% auf seinen Angriff. Solider Super Battle-Charakter, wenn ich das an der Stelle sagen darf. Er geht die Godkill, bekommt auch endlich sein Awakening, 35 Medaillen für ihn. Wenn er ultet, bekommt er auf den Angriff und auf die Verteidigung 80% während einer Ulti. Zusätzlich, wenn er ultet, erhöht er jedes Mal seinen Angriff, jedes Mal, wenn er ultet. Auf der anderen Seite haben wir Strength Guard Q. Und zwar bekommt er auch, wenn er ultet, 80% auf Verteidigung und Angriff während der Ulti. Aber dann bekommt er noch durch die Ulti zusätzlichen Buff, nämlich Attack Man F plus 30% für 3 Runden. Also die zwei Jungs haben es auf jeden Fall drauf. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr sie habt, sie zu awaken. Dann kommen wir aber mal zum... Wow. Das war gerade richtig komisch. Denn... okay. Das war gerade ein bisschen strange, cringe, so... Anyways. Genau, Story Event, das neue Story Event ist online. Hier könnt ihr die ganzen Girls awaken. Wir werden uns gleich alles ansehen. Was könnt ihr aber abstauben? Es sind 7 Stages. Ihr bekommt fast überall ein Stone. Hier ist nur auf einer Stage erhältlich. Heißt, wir haben hier 13 Stones, die ihr abstauben könnt. Auf Stage 2 könnt ihr einen Kalifleuch erfarmen. Auf Stage 3 könnt ihr euch einen Kevlar erfarmen. Diese beiden könnt ihr awaken mit den Medaillen, wenn wir uns gleich ansehen, die auf Stage 7 droppen. Und zwar auf Stage 6 droppen noch Kaba-Medaillen, da könnt ihr einen Kaba awaken. Und wenn wir uns das Ganze näher betrachten nehmen, diese Kalifla und diese Kale könnt ihr awaken. Nämlich zum einen, 5 Medaillen braucht ihr von dem Story-Event, wie gesagt, auf Stage 7 könnt ihr sie euch erfarmen. Dann awakt ihr sie zu Super Saiyan 2 Kalifla, heißt Super Saiyan Kalifla, Super Saiyan 2 Kalifla, er gilt, hier hat an der Stelle eine farmbare SA. Und zwar würde ich euch bei den Free-to-Play-Charakteren, bei den beiden empfehlen, bringt sie auf SC10, erfarmt sie euch auf SC10. Awaked sie, ihr müsst sie nicht zwingend auf 100% bringen, auch so sind sie gut, aber SC10 könnt ihr auf jeden Fall erfahren. Nach ihrem Dokken Awakening bekommt sie auf ihren Angriff 20%, maximal 80% und ihre Chance zu dodgen erhöht sich um 15%, maximal 60% pro Universe Survival Saga Teammitglied in ihrem Team.
Kefla an der Stelle Super Saiyan 2. Kefla sage ich. Kale. Könnte auch sein, dass ich voll Kefla zu ihr gesagt habe, aber ihr wisst ja nicht. Mein Kale, Super Saiyan 2. Kale ist ein sehr guter Supporter für das Universe Survival Saga Team, denn sie gibt der den Charakteren dieser Kategorie Keep Plus 2 auf Attack und F 30%. Kaba bekommt auch sein Awakening, von Free to Play Kaba aus dem Universe 6 gegen 7. Sorry, wenn kann man ihn erfarmen, ist momentan offline leider. Und zwar könnt ihn aber mit den Medaillen, mit den neuen Medaillen zu Super Saiyan 2 Kaba entwickeln, beziehungsweise Awaken. Und wenn ihr das macht, bekommt er 80% auf seinen Angriff, wenn er ultet. Zusätzlich erhöht seine Crit Chance um 7% pro Universal Kategorie Saga Charakter, der in euer Team ist, ja, ähnlich wie Kalifla und Kale funktioniert bei den Free-to-Play. Finde ich sehr, sehr gut, vor allem als Free-to-Play-Units sind die drei wirklich gut und ich würde euch empfehlen, sie auf jeden Fall auf SC10 zu erfarmen. Und sogar Kalifla bekommt die Awakening, hier braucht ihr lediglich, beziehungsweise, sorry, für Kaba braucht ihr 10 Medaillen, wenn ich es nicht gesagt habe, für Kale 5, für Kalifla auch 5, für Agility Kalifla braucht ihr 10 Kalifla-Medaillen. Nach ihrem Awakening bekommt sie 90% auf ihr Angriff, hat eine High Chance des Gegners Angriff und Ulti zu dodgen oder eine Medium Chance, die Super Attack zu dodgen und zu kontern. Kale Berserk braucht ihr auch 10 Kale-Medaillen an der Stelle. Wenn ihr sie awake, bekommt sie 120% auf ihren Angriff, macht eine zusätzliche Ulti, die eine große, eine Great Chance, das ist sehr, sehr viel, 70%, wenn mich nicht alles täuscht, hat eine Ulti zu sein, also sie wird wirklich oft ulten. Und Kefla wird zu Super Saiyan 2 Kefla mit 10 Medaillen von Kalifla und 10 von Kale. Nach ihrem Awakening changed sie Int Key in Physisch Key und bekommt für jeden Key, nicht mehr für Physisch Key, sondern für jeden Key, den sie einsammelt, egal welchen, also muss natürlich eine Farbe sein, für jeden Key, den sie einsammelt, Attack und Death plus 12% pro Key, wie gesagt, den sie einsammelt. Und hat eine Medium Chance, des Gegners Angriff zu dodgen, auch Super Attack. Und sie macht mit zusätzlichen Additional Attack, zusätzlichen Angriff, welche eine hohe Chance hat, eine Super Attack zu sein. Also Super Saiyan 2 Kefla, freue ich mich auf jeden Fall. Und sie ist die Protara-Leaderin. Gibt der Protara-Charakterin Key Plus 3 auf jeden Fall 150%. Vergiss das nicht. Jetzt können wir ein wirklich sehr, sehr geiles Protara-Team spielen. Zudem ganz wichtig, wenn ihr vermehrt in euer Team Charaktere der Universe Survival Saga habt, dann erhöht ihr die Drop-Chance. Ich würde euch empfehlen, quasi in den ganzen Story-Event wirklich Universe Survival Saga Charaktere zu spielen, damit ihr quasi schnell die ganzen Sachen droppt. Medaillen, Charaktere etc. etc. Aber das wäre alles zu den Informationen zu Uigokus Banner, zu seinem Dokument, zu seinem Story-Event. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like. Vergiss nicht unser Like-Goal innerhalb 24 Stunden und 250 mindestens Likes. Und ich bin auf jeden Fall dabei bei einem Durchlauf im Ultra Sengoku Banner, wenn ihr das sehen wollt. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.